Danke, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kollege Vierlinger, es hat überhaupt nichts irgendjemand irgendwann etwas dagegen gesagt, dass es erfolgreiche Unternehmer gibt. Um das, was es geht, ist, zahlen Sie auch Ihre Steuern. Um die Frage geht es. Und nur weil jemand ein erfolgreicher Unternehmer ist, meint die ÖVP, müssen Sie keine Steuern zahlen oder jedenfalls keinen gerechten Beitrag. Und das sehen wir jedenfalls anders. Als die Regierungsparteien hier die KOFAG gegründet haben, haben nicht nur wir als Sozialdemokraten, sondern alle Oppositionsparteien kritisiert, dass das eine Blackbox ist, dass hier Milliarden an der öffentlichen Kontrolle, an der parlamentarischen Kontrolle vorbei vergeben werden. Der VfGH hat uns dann im Oktober Recht gegeben und hat quasi dem Parlament den Schlüssel zur KOFAG gegeben. Man muss dazu sagen, nachdem Ausschüsse richtigerweise nicht in Wahlkampfzeiten stattfinden sollen und dürfen, war klar, dass das nur ein sehr, sehr kurzer Untersuchungsausschuss ist und wir uns nicht hunderttausende Förderakten ansehen können. Wir haben uns dann entschieden, gemeinsam in Gesprächen am Anfang mit den Neos und mit den Freiheitlichen, die Neos sind dann abgesprungen, einen Zweiklassenverwaltungsausschuss einzusetzen, um zu schauen, werden Milliardäre besser behandelt bei der Steuer, bei der KOFAG, bei Förderungen etc. Sind alle vor dem Gesetz gleich oder sind manche gleicher? Und das Ergebnis nach einem sehr, sehr kurzen Untersuchungsausschuss ist bei der Frage, werden Milliardäre steuerlich besser behandelt? Ja, sie werden leider steuerlich besser behandelt. Wenn wir uns ansehen, ein Milliardär, der 100 Euro verdient, zahlt er 20 bis 25 Euro an Steuern und Abgaben. Die, die arbeiten gehen für ihr Geld, zahlen mehr als 40. Bereits bei 1.800 Euro netto zahlen sie 41,30 Euro für 100 Euro, die sie verdienen. Das ist eine steuerliche Ungleichbehandlung, dass denen, denen es besonders gut geht, nur halb so hohe Steuern zahlen wie alle, die arbeiten gehen für ein Einkommen. Das ist eine Schieflage, wo wir Sozialdemokratie sagen, das geht nicht. Menschen, denen es besonders gut geht, sollen zumindest den gleichen Beitrag zahlen wie alle anderen. Aufgrund internationaler Kritik der OECD, dass Österreich besonders schlecht wäre bei der Besteuerung von Superreichen, hat die Finanzverwaltung gesagt, da schauen wir uns selber an, wie gut wir sind und haben hier ein Projekt gehabt, wo sie sich selber kontrollieren und das Ergebnis war vernichtend. Sie haben sich selber, die 30 reichsten Österreicherinnen und Österreicher aus der Trendliste genommen und gesagt, wie gut kontrollieren wir die, wie gut besteuern wir die und haben sich bei 2/3 selber eine negative Note gegeben. Nur 1/3 haben sie gesagt, wir machen sehr gut oder befriedigend. 2/3 haben selber die Finanzbeamten gesagt, wir sind hier leider ganz schlecht. Und sie haben auch gleich gesagt, wie man es besser machen kann. Indem wir gewisse Gesetze verändern, Verordnungen verändern, die Ressourcenausstattung, Abläufe verändern. Was ist davon umgesetzt worden? Naja, die ÖVP-Minister, egal ob sie Löger, Müller, Blümel oder Brunner hießen, haben einfach geschaut, dass dieser Bericht aus dem Finanzministerium im Safe liegt und möglichst wenig umgesetzt wird. Deswegen wurde leider viel zu wenig davon umgesetzt. Es liegt aber da, wie man Österreich besser machen kann, was man machen muss, damit Milliardäre einen gerechten Beitrag zahlen, was sie heute nicht tun. Die ÖVP sagt bis heute Nein dazu. Ich hoffe, dass zumindest alle anderen Parteien der Meinung sind, dass auch Milliardäre einen gerechten Beitrag zur Finanzierung der Allgemeinheit zahlen müssen, was sie heute nicht tun. Die zweite Frage war, ob Milliardäre individuell bevorzugt werden. Ja. Durch die ÖVP, der Kollege Vierlinger hat ja gleich, naja, er spricht immer von Sozialismus, der Kollege Vierlinger hat ja gleich selber gesagt, ja, sie übernehmen die Verantwortung, weil ein gewisser Herr Schmidt, der nämlich als die ÖVP trägt die politische Verantwortung für dessen Handeln,
über viele, viele Jahre persönlich interveniert hat, nicht nur bei Benko und Wolf, sondern auch bei anderen. Und wir haben bei Pira gesehen, wie die ÖVP funktioniert. Die SPÖ bringt eine Anfrage ein und sagt, hey, der Herr Pira hat über 20 Millionen Euro sich aus Liechtenstein knapp vor einem Stichtag überweisen lassen, damit er sich gute 8 Millionen Euro Steuern und Abgaben erspart. Was hat die ÖVP gemacht? Noch auf der Regierungsbank hat der damalige Finanzminister zum Halali aufgerufen, nämlich einerseits geht es darum, die Finanzbeamten zu verfolgen und zweitens die Aufdecker zu diffamieren, und die SPÖ wurde hier Silberstein-Methoden bezichtigt. Was hat sich herausgestellt? Die Beamten, die im Zuge dieser Anfrage und der öffentlichen Diskussion die Finanzprüfung eingeleitet haben, wurden rechtswidrig verfolgt von ÖVP-Vertretern aus Kabinett und Finanzministerium. Und die SPÖ wurde versucht zu diffamieren, aber im Zuge der Steuerprüfung musste der Herr Pira eingestehen, ja, es stimmt, ich habe 8 Millionen Euro an Steuern nicht bezahlt, die ich hätte bezahlen müssen. Die ÖVP hat nichts dazu getan, dass der einen gerechten Steuerbeitrag leistet, sondern alles getan, um die aufdecken, zu verfolgen und zu diffamieren. Das ist ein Beitrag, da sollten Sie sich an und für sich dafür schämen, auch historisch, dass Sie hier auf der falschen Seite gestanden sind. Der Herr Pira hat das Geld bezahlt. Ich sage nur eins, damit kann man 67 Jahre einen Abgeordneten bezahlen, und durch eine einzige Anfrage ist dieses Geld reingekommen. Muss man sich auch nicht dafür genieren, dass parlamentarische Kontrolle funktioniert, wenn schon die ÖVP nicht dafür sorgt, dass das Finanzministerium funktioniert. Der dritte Bereich, der KOFAG, da hat ja auch der offizielle Bericht des Vorsitzenden bzw. der Verfahrensrichterin gesagt, nein, es ist nicht so, dass ÖVP-nahe Milliardäre hier bevorzugt wurden, sondern alle Milliardäre. Und wir konnten aufdecken, wie das passiert ist. Als es schnell gehen musste, am Anfang der Epidemie, hat man sich noch an die europäischen Regeln gehalten. Aber circa 6 Monate nach Beginn der Epidemie hat die ÖVP, damals Finanzminister Blümel, nachgedacht, wie können wir den Konzernen möglichst viel Geld geben. An den europäischen Regeln vorbei, quasi mehr Geld als die Polizei erlaubt. Und sie haben dann eben diese sogenannte Konzernbetrachtung gestrichen und haben die Europäische Kommission noch dazu falsch informiert, nämlich so getan, als ob sie die einhalten würden, was sie nicht getan haben. Hunderte Millionen Euro Schaden. Und ist irgendein Geld davon reingebracht worden? Nein. Das, was die ÖVP gemacht hat, ist sich zu überlegen, wie man die Gesetze ändern kann, dass man noch mehr Geld den Konzernen geben kann. Ehrlich gesagt, das ist eine Politik, die wird, hoffe ich, im September abgewählt werden, nämlich eine Politik, die nur schaut, dass sie Konzernen über Gewinne finanziert und Geld hinterherwirft, das sie nicht brauchen und das ihnen auch nicht zusteht. Hohes Haus, die wichtigste Frage ist, was lernen wir aus dem Untersuchungsausschuss? Es gibt ja den Bericht der Verfahrensrichterin, es gibt auch Fraktionsberichte, das ist unsere. Da stehen die Vorschläge drin, wie wir Österreich besser machen können. Es liegt an der Mehrheit hier in diesem Haus, die Schlüsse zu ziehen, dass Milliardäre einen gerechten Beitrag zahlen. Solange die ÖVP in der Regierung ist, habe ich meine Zweifel, dass das passieren wird. Aber ich möchte mich trotzdem bedanken, nicht nur bei meinen Fraktionskolleginnen und Kollegen und bei den Mitarbeitern meiner Fraktion, sondern bei allen, auch von den anderen Parteien und vor allem auch bei der Verfahrensrichterin und ihren Stellvertreterinnen und bei der Verfahrensanwältin, dass das ein wirklich sehr guter, konzentrierter Ausschuss war, der in sehr kurzer Zeit sehr viel ans Licht gebracht hat. Vielen Dank. Kai-Jan Kreiner hat es angesprochen. Der Untersuchungsausschuss, der KOFAG-Untersuchungsausschuss, endet jetzt. Mit Ende der Legislaturperiode, das ist so vorgesehen, mehr als 6, 7 Ausschussbefragungstage pro Ausschuss waren da nicht drinnen.